Große Spinnen, keine Riesenspinnen. Ja? Denn meine Klinge wird euch zurechtstutzen. So. Aber mit denen kommen wir einigermaßen klar. Ja, nichts leichter als das. So, die sind tot. Und wir können weiterziehen. Oh, Flint. Die werden wohl auch zu den Räubern gehören irgendwie. Au, au. Die waren gar nicht mal so auf die leichte Schulter zu nehmen, die Flints. Haben sogar ein bisschen das Gold dabei und Böses entdecken. Okay, das war das Böse entdecken. Das ist ein einzelner Räuber mal wieder. So. Geschosskugeln. Was wollt ihr? Pfeile und alles bereithalten. Ja, wir haben schon recht viel von dem Gebiet aufgedeckt. Auf jeden Fall, bevor wir in das Räuberlager reinstürmen, müssen wir noch einmal rasten und uns ordentlich hochheilen und alles. Was? Ja, beinahe unter meiner Würde. Du siehst nicht aggressiv aus. Doch auch. Hallo. Hey, da ihr Stadtmenschen. Wieso um Land Tanders wehen geht ihr so weit von zu Hause weg? Wir sind eine Horde wilder Irrer, hahaha. Wir sind Bauern. Warum erzählt ihr sich zuerst etwas über euch selbst? Wir sind Abenteurer. Ihr seid Abenteurer? Ich hatte mal einen Onkel, der irgendwie selbst daher, er wäre sowas wie ein Held. Er hatte ein Schwert, ein Schild, hat alles, was man so braucht. Aber der ist dann umgekommen. Er wollte mit seinen Kumpanen irgend so eine Bestie töten. Und dann muss was mächtig schiefgelaufen sein. Die Bestie hat wahrscheinlich gewusst, dass mein Onkel und seine Freunde unterwegs waren und hat ihnen eine Falle gestellt. Naja, wie auch immer, jedenfalls er und seine Kumpels stapfen da durch die Wildnis und suchen nach dem Vieh und plötzlich, zack, bumm, springt die Bestie aus seinem Versteck und reißt ihnen Arme und Beine aus. Mein Papst hat sich dann auf die Suche gemacht und von seinem Bruder nichts weiter als einen großen Haufen verrottetes Fleisch gefunden. Das war wirklich eine tolle Geschichte. Ihr habt nicht zufällig noch einen Ratschlag für uns? Einen Abenteurer-Ratschlag sozusagen? Oh ja, ich habe eine Menge Ratschläge für Abenteurer. Wenn ihr reich werden wollt, solltet ihr euch vielleicht am besten zu den Ruinen an der Feuerweinbrücke begeben. Wenn ihr etwas losmachen wollt, könntet ihr auch den Räubern an der Küstenstraße etwas von dem Ärger zurückgeben, den sie dort ausgeteilt haben. Ja. Ein Jäger, dem wir begegneten, schlug vor, wir sollten bei den Ruinen der Feuerweinbrücke nach den Abenteuern Ausschau halten. Jo. Aber ich denke, ich mache erstmal Stunk bei den Räubern. Und das noch eine ganze Weile, weil Feuerwein, da will ich mich noch nicht so wirklich ihr könnt euch aussuchen, was ihr zuerst verlieren wollt. Eure Schwerter oder eure Köpfe. Was willst du jetzt schon wieder, Reiken? Ihr selbst könnt wählen, was ihr zuerst zu Boden fällt. Eure Schwerter oder eure Köpfe. Diese Entscheidung wird entweder die klügste eures Lebens oder die letzte. Wir wollen keine Schwierigkeiten, nehmt alles, was ihr wollt. Wir wollen uns euch anschließen, nein, wollen wir immer noch nicht. Ihr werdet uns nicht lebend bekommen. Wir wollt ihr Namen von heute an, sind eure Kinder Waisen. Wenn wir welche hätten. Für die Gefallenen! Was immer ihr braucht. Dünner hier, verpasst ihm mal ordentlich eine. Liebevollen.
Und jetzt noch dem da hinten. Ach ja, wir können mal wieder. Genau. Vanessa haut ihn mit dem Hammer um. Gut, was hast du dabei? Hoffentlich was Interessantes. Ein Kriegshammer. Oh, der sieht cool aus. Das wird aber wahrscheinlich nur einer plus 1 sein, oder? Und den können wir nicht identifizieren. Bläh. Doof. Ja. Gut, ich würde vorschlagen, dass wir es hier mit Söldner der kalten Hand zu tun haben, auch noch in dem Gebiet. Dass wir jetzt einmal rasten und bei Tageslicht weitergehen und uns hochheilen und so weiter. So, das hat schon mal geklappt. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Was wollt ihr? Jetzt mal ordentlich heilen. Heilen, habe ich gesagt. Allgegenwärtige Autorität versehen. Ja. So, noch mal heilen. Und eine Heilung für Kalit habe ich dennoch. Und eine für Minsk. Was wollt ihr? Und wenn ich es recht überlege, die beiden Notfallheilungen kann ich auch kurz aufbrauchen. Bei Minsk und Jahira. Mann, ich wünschte, meine Paladine wäre so nützlich gewesen. Beinahe unter meiner Würde. Nur leider kriegen Paladine ihre Zauber erst ab Stufe 9 und die Baldur's Gate 1 können sie nur Stufe 8 erreichen. Das heißt, vor Baldur's Gate 2 ist mit Paladinen und Zaubern nichts. Die können halt andere tolle Sachen, zum Beispiel Schwerter benutzen. Das ist mein einziger fader Beigeschmack zurzeit. Dass ich keine Schwerter benutzen kann. Noch mehr große Stimmen. Hier steht sogar was. Schafsanwalt. Ja, das haben wir mittlerweile begriffen, glaube ich, dass wir ein Schafsanwalt sind. So. Gut. Ach, gehen wir erstmal da drüben lang, würde ich sagen. Ganz vorsichtig die Fernkämpfer, die Nahkämpfer mit Schilden vorlassen. Da ist noch ein angespültes Fass. Meine Klinge, noch ein Räuber. Das ist irgendwie schon lächerlich, dass. Dann haben wir ihn. Euer Leben liegt in meiner Hand. Die tot sind, bevor überhaupt bei den Nahkämpfer rankommen können. Aber hey, was will man machen, wenn Imoen die guten Pfeile benutzt, die wir auch loswerden sollten? So, alles andere sieht okay aus. Ja, wir haben schon wieder zig Räuberskalp. Und ein bisschen Schmuck. Oh, und wir können den identifizieren. Tatsächlich einfach nur ein Kriegshammer plus 1. So, immerhin kann die mal wieder haben. Der kann zu Minsk, weil der ist definitiv schlechter. 1W4 plus 2 und ETW plus 1. Der hier macht 1W4 plus 3 plus 1 elektrisch und ETW plus 2. Also ja, wenn ich den anlegen würde, habe ich einen ETW von 15. Mit dem hier habe ich einen von 14. Und ich glaube, das Ding brauche ich auch nicht mehr. Weil mit dem hätte ich auch nur einen ETW von 15. Und mache
3 bis 9 Schaden damit. Mit dem hier mache ich 5 bis 8. Also ja. Weg damit. Nur unnötiges Gewicht brauchen wir nicht. Oh, ich habe die Oberseite des Sees nicht ganz abgesucht. Wen könnte ich mal kurz da hochschicken? Denn ich verschwinde jetzt. Immerhin. Ja, gut. Mir fehlen leider noch die 7 Meilenstiefel. Du bist ja ein komischer Kauz. Was wollt ihr? Feind gesichtet. Nichts leichter als das. Riesenspinne, Angriff immerhin. Oh, eine Riesenspinne. Ich hab genug davon. Ach du meine Güte. Ich bin schon erledigt. Was? Ah, Mist. Und ich bin wieder hier oben. Was? Gut. Das war jetzt definitiv etwas unkoordiniert und schlecht. Ich hoffe, die sind da immer noch und ich treffe gleich auf sie. Das lasse ich nicht so einfach mit mir machen. So, ihr Bastarde von da. Kalten Hand, wo seid ihr? Mist, da treffe ich immer so eine hübsche Gruppe, die ich einfach mal wegfeuerballisieren könnte. Und dann stirbt mir sofort irgendein Charakter weg, weil meine Gruppe so zerstreut ist. Was auch immer Dünner hier so weit abseits gemacht hat. Ja, in Baldur's Gate 1 muss man echt auf seine Leute aufpassen. Wenn man nicht böse Überraschungen erleben möchte. So, was haben wir hier drin? Wieder 10? Nein, 13 Goldmünzen. Sehr schön, und ich wollte ja die Sachen. Die Sachen kann ich wieder etwas umdisponieren. So, so. Der kann weg. Der kann auch weg. Der kann auf die 1. Jo, jo, jo. Trägt irgendwer Eispfeile? Nein, du trägst beißende Pfeile, du trägst Feuerpfeile. Die können dann wahrscheinlich als nächstes irgendwann mal weg. Ja. So. Beinahe unter meiner Würde. Dann haben wir ihn gegen ein Räuber. Kann auch sein, dass die Truppe der kalten Hand, die Elite-Truppe, der ich da immer wieder über den Weg laufe, die Patrouille ist. So ähnlich wie die Räuber hier. Oh, hallo Spinnen. Stimmt, euch hatte ich noch gar nicht getötet. Hey, noch mehr solchen Schmuck. Denn ich verschwinde jetzt. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Hier rennt alles weg. Los, Khalid, hau ihn. Khalid, du enttäuscht mich. Für die Gerechtigkeit. Dies ist mein Wort. So, Riesenspinnen weg.
Die Art, wie sich diese Gruppe entwickelt, gefällt mir nicht. Ein besserer Anführer könnte vielleicht helfen. Ja, ja, Yahira will immer der Anführer werden, weil ihr unsere Gruppe zu gut ist. Also von der Gesinnung her. Oder weil wir einen zu guten Ruf haben. Dann haben wir ihn gegen seinen Kopf. Ich bin wirklich